spannend wird's, meine Freunde. Herzlich willkommen. Dieser 7800X3D hat uns eine schöne Bastelnacht beschert, hat mir aber auch schon so die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Und ich bin mir nicht sicher, ob die CPU noch in Ordnung ist. Wir werden jetzt mal einen kurzen Test wagen auf einer neuen Platine, die jetzt erwiesenermaßen mit einem 76X schon einwandfrei gestartet war und lief. Zwar ohne extra eine Grafikkarte einzubauen, weil das ist, glaube ich, das große Problem dieser CPU hier, des 78X3Ds, dieses speziellen Geräts. Wir haben hier das B650E Aorus Master. Ja, was war mein Problem mit der CPU? Extra eingebaute Grafikkarten wurden nicht mehr erkannt. Das war so Thema bei der CPU. Die ist so langsam, aber sicher ist sie dann, wird das immer schlimmer und irgendwann ging das dann gar nicht mehr, eine extra Grafikkarte darüber zu betreiben. Das heißt, die interne Grafik hat immer funktioniert, aber eine extra Grafikkarte wurde nicht mehr erkannt. Ui, der Regen hier einfach lauter als Cracky. Ich hätte auch gern Regen jetzt. Regen Sie sich auf, sozusagen. Schwengeldengel, Schwengeldengel. Vielen lieben Dank, Gomnor. Danke für 35, mega geil. So, wir machen mal kurz ein bisschen Wärmeleitpaste auf den Rave Prison Kühler, auf die Unterseite. Ist immer mein heißer Tipp für Sockelarm 5, bevor man anfängt mit irgendwelchen Silikonlappen zu arbeiten, die einem dann die Kontakte drumherum schützen sollen. Arbeitet einfach so, dass ihr die Paste auf den Kühlerboden auftragt. Das ist generell ein Must-Do für Kühler mit Direct Heat Pipe Direct Touch. Aber das macht Sinn. Dein 3970X ist auch so langsam gestorben. Ah. Laufen wir Wasser, ist nichts dagegen. Haben sie ja angekündigt, ne? Für künftige Woche wird spannend, das Wetter jetzt. Natürlich typisch, ne? Ferienzeit. Wahnsinnswetterzeit. So. Ist tatsächlich sehr schwierig, auf dem Board den Prism auch wieder runter zu montieren. Darum musste ich den NVMe-Kühlkörper entfernen. Und wir betreiben jetzt erstmal den 78X3D so. Sehen erstmal zu, dass das Windows bootet. Alle 7000er Ryzens haben ja integrierte Grafik. Und dann würde ich dann gleich mal eine Intel Arc da drauf stecken wollen. Aber lassen wir die beiden sich erstmal hier bekannt machen jetzt. Das dauert immer einen Moment. Aber das sollte funktionieren, denke ich. Du wolltest morgen Rasen mähen. Am Montag wolltest du Rasen mähen, ne? Nicht am Sonntag, ne? Du hast eine Arc-GPU, ist die gut? Die Arcs sind eigentlich ganz cool. Vor allem die 750er hat doch ein sehr angenehmes Preis-Leistungs-Verhältnis. So, wir haben schon mal ein Bild. In meinem Streaming-System steckt zum Beispiel die Arc 750. In meinem Racing-System steckt zusätzlich zur Radeon RX 6800 noch eine Arc A380. Ansonsten habe ich die 770er auch eine Zeit lang im Hauptsystem benutzt gehabt. Hat dann aber aufgrund diverser Software-Inkompatibilitäten so mit Adobe-Produkten dafür gesorgt, dass ich dann doch erstmal wieder gesagt habe, ich lasse es mal lieber wieder erstmal und bin jetzt da rüber auf eine GeForce. Aber prinzipiell sind die Arcs eigentlich ziemlich cool. So. Einmal XMP-Profil laden. Mal ob das funktioniert. Sieht gut aus. Dann werfen wir mal einen Blick auf die SoC-Spannung, die ja immer so relevant ist für die X3D-CPUs. Das war ja ein Riesenthema. Aber da habe ich eigentlich seit Anbeginn dieser CPU darauf geachtet, dass die SoC-Spannung sich in einem guten Bereich bewegt. Jetzt hier 1,28 finde ich persönlich wieder relativ heavy.
So viel hatte ich dir noch gar nicht gegeben. Ich wollte mir eine für eine VM-Maschine holen und so schauen, ob ich mehrere V-Desktops laufen lassen kann ohne Probleme. Okay. Also 1,28 Volt. Gut, ich meine, das XMP-Profil 6000. AMD erlaubt ja offiziell bis 1,3. Aber 1,28 ist jetzt für mich persönlich schon wieder sehr heavy. Ich würde es jetzt aber pauschal mal auf Auto lassen. Und dann booten wir erstmal Windows. Sieht ja soweit dann schon mal ganz gut aus. Ja, das, die AV1-Enkodierung der ARX ist mega geil. Also die ist echt toll. Mit dem Kommandozeilen-Kommando Command in dem QSV-Encoder ist es mega cool. Ich habe mein ganzes Videoarchiv damit einfach mal auf ein Viertel der Größe schrumpfen können bei quasi keinem Qualitätsverlust. Natürlich hast du immer einen Qualitätsverlust, wenn es eh schon ein encodiertes Video war. Geht immer ein bisschen was flöten, aber dafür war der die optische Einbuße halt echt gering, ja. Wie gut ist AV1 bei einer 4090? Also fürs Livestreaming exzellent, Performance ist super. Steht natürlich außer Frage, der hat richtig Power dahingehend und das funktioniert super. Beim eigentlichen Video im Wandeln habe ich sie nicht, bin ich nicht dazu gekommen, das so schön zu testen, wie es mit der ARC geht. Aber die ARC ist schweineschnell. Also die kann zwei 4K60 Videos parallel mit jeweils dann so circa 40 Bilder pro Sekunde encodieren oder ein einzelnes mit 70 Bildern pro Sekunde ohne Stress. Ja, also ich hab zwei 750er, ich habe eine 770er, ich habe eine 380er, alle da. Und alle können so Video-Encoding genauso gleich schnell. Das ist richtig cool. Ab 1,35 wird es bei AMD kritisch. Ach, mit Sockspannung. Ja, so hoch darf es ja gar nicht drehen. Aber ich habe es ja eigentlich nie so hoch betrieben wie jetzt hier. Also da würde ich eigentlich persönlich schon Schnappatmung kriegen, aber okay. Gut, also das funktioniert soweit. Ein unbemanntes Gerät. Interessant, spannend. Kann ja nur von der integrierten Grafik kommen, die mich jetzt aber nicht weiter interessiert. Und wir stecken jetzt einfach mal eine Grafikkarte drauf. Netzteil aus kurz. Bin ich gespannt, ob wir ein Bild aus der A kriegen. Wahrscheinlich schon. Dann bin ich aber erstmal nicht weiter gewillt, das jetzt weiter zu verfolgen mit dem 78X3D. Das soll jetzt ein kurzer Test erstmal sein, weil ich heute eigentlich noch einen anderen Rechner bauen will. Aber ich dachte mir, komm, jetzt haben wir mal die Gelegenheit da, dass wir gerade ein ARM5-System aufgesattelt haben. Und dann können wir das mal überprüfen. So. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, ne, manchmal kriegst du ja die Frage so, Cracky, was wäre denn deine Traumhardware, deine Wunschhardware, wie auch immer. Wenn ich einen Wunsch frei haben dürfte, was so produktmäßig angeht, dann würde ich mir wünschen, dass es Custom-Modelle der ARX 750 mit 16 GB Bildspeicher gibt. Für unter 300 Euro. Das wäre so ein Wünsch-dir-was-Szenario. Das fände ich richtig geil. So. Okay, dann hier das. Da das und buff. Weil die ARX 750 ist nur minimal langsamer als die 770er. Aber die gibt es halt nur mit 8 GB. Das könnte der AMD 3D V-Cache Optimizer sein. Ja, das ist gut möglich, ja. Wobei der doch eigentlich hier gar nicht zum Tragen kommt. Ha? Ich kriege jetzt auf jeden Fall Bild. Da war ja klar. Okay, cool. Wir können ja einmal kurz die ARC installieren, aber... ESD-Schutz ist natürlich relevant. Immer vorher mal an eine Erdungslasche in der Steckdose packen, bevor man loslegt.
Und gerade im Winter, wenn du trockene Heizungsluft hast, ist das wichtig. Ja, ich meine, dass der so funktioniert hat, das habe ich ja schon öfters gesehen. Aber ich habe halt auch nie an der SOC-Spannung gedreht oder so, ne? Das habe ich nie gemacht. Beziehungsweise ich hab den nie freidrehen lassen, sondern habe die SOC-Spannung immer selber ein bisschen eingebremst. Könnte natürlich auch damit zusammenhängen. Suicide Ultimate, danke dir für 45. Mega nice. Ja, schwer zu beurteilen jetzt. Ryzen 7. Cool. Für 500X 3D gibt's wohl irgendwie Treiber, aber... Ryzen Prozessors. Ryzen 7. 78X 3D. Aber ist da noch eigentlich genau der Treiber oder nicht? Da gibt es halt den Adrenaline-Treiber für die Grafik in der CPU. Ich meine, gut, den müssen wir eh drauf bügeln, aber den habe ich doch schon geladen, oder? Egal. Chipsatz-Treiber nochmal drüber bügeln, dann erkennt er das, ne? Ja, genau. Aber wir können das noch einmal kurz eruieren, dann zusätzlich, wie das bei dem Gigabyte-Mainboard hier aussieht, bei dem B650E Aorus Master. Bezüglich der Stromsparfunktion, die du halt für die Intel Arc verwenden musst. Beziehungsweise verwenden solltest, damit die Karte dir im Idle nicht die Haare vom Kopf saugt, stromverbrauchsmäßig. Cool, jetzt starte ich gleichzeitig den Adrenalin-Treiber und gleichzeitig den Intel Arc-Treiber. Das kann ja was werden. Gute Frage, Fritzbox. Sprache würde es nicht weiter verfolgen. Jetzt fängt er an, Treiber zu installieren. Leider ist ein Fehler aufgetreten. Ja, es wird derzeit ein Windows-Update durchgeführt. Ja. Das ist der Intel-Grafikkartentreiber. Der war schneller als du. Huch. Für eine Optimalleistung mit Intel Arc Grafik, die A-Serie, wird es empfohlen, Resize Bar zu aktivieren. You don't say. Hilft nur eins, flashen. Die wollen immer eine Bar haben, ja. Wanna be a bar? Extras werden installiert. Uiuiui. Fertigstellen. Neustart erforderlich. Ja, demnächst. Demnächst in diesem Theater. Wir bügeln den Chipsatztreiber nochmal drüber. TeamSpeak lebt noch? Dachte, Discord hat es aufgefressen. Klar lebt TeamSpeak noch. Die Boomer halten an Teamspeak fest. Ich finde es einfach für das, wofür ich sprechen will, finde ich Teamspeak einfach viel. Ist einfach übersichtlicher für mich.
Wenn du mal eben einen Link an jemand anders schicken willst oder so, das ist so easy, so intuitiv. Dann müssen wir ja nur den V-Cache Optimizer Driver installieren, der Rest ist ja schon drauf. TS5, ja. Stimmt, da war ja was, gell? Sollen wir jetzt einen Neustart reinschmeißen? Nee, komm, wir können doch die Radio installieren. So. Radio und Adrenalin. Adrenalin. Ja, genau. Oder in den Geheimbund der Veteranennudeln auf dem TS-Server. Ein Treiber geht noch. Hey, Kraxelhuber. Adönerli. TeamSpeak 5 ist aktuell noch in der Beta 74. Geil. Beta-Blocker. Adrenalin. Was ist da für CPU-Kühler? Das ist der Rave Prism. Ich meine, ich hätte schon mal auf Folgen geklickt vor einem Monat. Wird man hier wieder entfolgt? Nein. Vielleicht warst du auf dem Cracky 64? Ich weiß es nicht. Zusammen mit Half-Life 4. Was ist das? Was ist das für eine Anzeige? Dead Island 2, AMD Noise Suppression, Radeon Anti-Lag, Radeon Rewind. Hä? Was wollt ihr mir sagen? What do you want to talk to? What do you want to tell me? Und da keiner in der Eingangshalle am TS die Channelbeschreibung ist, wird uns auch nie einer finden. Ja, genau. Reboot! Fehlt nur noch Aldi-Käse. 748-20277. ICQ. Uh-oh. Random list of things to make the slide look cool. Okay, let's have some buzzwords. Buzz, wir brauchen Buzz. Was geht denn, Alter? Buzz, wir brauchen Buzz. Seid ihr down? Natürlich, Intel Arc. Natürlich, alles klar. Zip. Haben wir jetzt alle Treiber drauf oder was? Wir haben immer noch Bild. Schwer enttäuscht vom Universum. So, okay, let's idle now. Let's idle now. Let's have a look at the task manager, ob wir am Idlen sind. Please wait until idle has reached the final station. Please wait. Wanne idle, ja. Schnieschna Schnappi. Now it's idle time. Okay, wir idlen jetzt. 100 Watt. Nichts mehr machen, Cracky. 100 Watt. Oh, 100 Watt. Oh. 100 Watt. Oh. 100 Watt. Nee. Jetzt 100, ja. Ja, wäre ja fast regelmäßig gewesen. Witzig, ne? 100 Watt? Brauchen wir uns gar nicht aufschreiben. Können wir uns merken. Merkt euch die 100. Okay, passt mal auf. Jetzt versuchen wir mal. Jetzt stecke ich mal den HDMI an der ARC aus. Und stecke ihn mal in die Radeon.
Der CPU. Ich habe ein Bild, aber der Stromverbrauch hat sich nicht verändert. Okay, wir stecken wieder um. Wieder Bild und dann 100 Watt im Idle viel, natürlich viel, weil das Setting noch fehlt, weil das Setting im BIOS noch fehlt, damit die Intel auch sparsam zu Werke geht, und das suchen wir jetzt. Let's have a look after this setting we need. Na, also das Setting, was wir im BIOS ändern müssen, damit Windows der ARC sagen darf, ey yo, mach mal langsam. Okay, dann lasst uns suchen. Wir schauen erstmal, ob Resize Bar aktiv ist, weil das ist ganz wichtig für die ARCs. Das muss aktiv sein, sonst... Es ist aktiv, weil sonst hätten wir kein Bild mehr im Windows gehabt oder so. Also insofern. Da schaut man, dass 24 Stunden war. Vergiss, dass heute ja Samstag ist. Sorry, was steht an? Also hier, 78X3D auf dem B650E Master. Mit der ARC drauf. Noch haben wir ein Bild. Aber ich wollte das eigentlich auch gar nicht... Also ich hatte eigentlich gehofft, dass es nicht sofort... Also... Ja, jetzt zeige ich gerade kurz, was die A kann. Aber ansonsten ist 76X eigentlich der Way to Go, den wir wollen. Und jetzt suche ich gerade die Settings im BIOS, um der Grafikkarte den Stromhunger im Idle auszutreiben. Insofern Konzentration. Wahrscheinlich bei Settings, IO-Ports, irgendwo hier. Aber wir gucken. Gigabyte Utilities Downloader wollen wir nicht. Können wir abschalten. So, USB, nein. NVMe, nein. Network Stack, nein. Michelles. LED Sleep. Da ist es. PCIe ASPM Mode. Ohne Resize Bar im Windows, ja. Das ist es, was wir wollen. ASPM. ASPM beschert uns mit der ARC einen viel besseren Idle-Verbrauch. Der ist immer noch nicht so schön wie auf einer modernen GeForce oder Radeon, aber auf jeden Fall besser als 100 Watt im Idle. F10, speichern und Neustart. Ja, also wenn du Resize Bar aus hast, hatte ich an meinem System mit DisplayPort-Anschluss, hatte ich im Windows kein Bild mehr. Dann muss ich das Kabel ziehen, wieder reinstecken. Dann hat er erkannt, dass die Grafikkarte auch ein Bild ausgeben möchte. Also ist sagenhaft. Und die Leistung ist dann halt auch wohl unter aller Kanone. Ich habe das nie irgendwie mal gegengetestet und verifiziert oder so. Das habe ich nicht gemacht. Aber das macht dann auf jeden Fall keinen Spaß. Also die ARCs brauchen... Resize Bar. Das heißt, sie brauchen eine halbwegs moderne Plattform, die das halt unterstützt, die das schon mal gesehen hat. Sonst funktioniert da nichts gescheit. Und jetzt warten wir fürs Idlen und dann schauen wir mal, ob wir die 100 Watt unterbieten können. Ob das Setting uns da jetzt geholfen hat, dass sich die ARC dann auch etwas mehr schlafen legt. Es kann sein, dass wir das PCI Express noch auf maximales Energiesparen stellen müssen. Ist gut möglich, ja. Steht ja auch, glaube ich, im Guide so, ne? Aber wir gucken erstmal, was gleich passiert, wenn die CPU anfängt zu idlen. Na, hat sich jetzt effektiv noch nichts geändert. Okay. Dann Systemsteuerung. Ich hatte das schon wieder verdrängt. Das ist schon wieder ein paar Monde zu lange her. Aber das kriegen wir alles hin. Hier erweiterte Einstellungen. Und dann gibt es PCI Express. Verbindungszustand der Energieverwaltung. Mittlere Energieeinsparung. Maximale Energieeinsparung. Übernehmen. Idlen Sie mal. Ja.
40 Watt gewonnen. Fast. Ne? Das gilt für alle ARCs. Also ihr braucht dieses ASPM-Feature. Gigabyte hat es zum Glück einfach ASPM genannt. Und die taktet ganz normal jetzt in Gaming. Ja, ja, klar. Also das ist unverändert. Das funktioniert. Ne? Aber halt, damit die im Idle nicht alles die ganze Zeit wegnuckelt, ist das leider das, was ihr machen müsst. Wie hat das Asus genannt? Ich habe es bei Asus selber noch nicht gefunden. Das ist meine Zugehörigkeit. Was macht die bei dir? Ja, sie funktioniert auf dem Board jetzt, nachdem sie auf dem anderen Board ja eigentlich nicht lief. Geht das auch mit Nvidia-Karten? Ich weiß nicht, ob es effektiv bei Nvidia was bringt, aber normalerweise bei denen muss man es nicht machen. Ja, die raffen das auch so zu sparsam unterwegs zu sein. Und jetzt können wir natürlich nochmal verifizieren, ob das Umstecken auf die Radeon was bringt. Motherboard kaputt. Nichts ist unmöglich. Wobei das Board ja mit einer anderen CPU lief, ne? Das haben wir ja getestet gehabt. Mit einer anderen CPU hatte das Board ja dann die Grafikkarte wiedergefunden. Also, durchaus suspekt. Aber wie gesagt, ich habe da auch immer eine SoC-Spannung natürlich. Die Konservativität, also ich habe da hier immer sehr konservativ da betrieben, was das anging. I really don't know. So, das ist jetzt über die Radeon. Da sparen, jetzt sparen wir tatsächlich nochmal was. Da haben wir jetzt nochmal 6 Watt, 5 Watt gespart, circa. Nochmal extra. Jetzt bin ich quasi mit dem Bildschirm an die integrierte Grafik gegangen. Und dann haben wir nochmal 5 Watt gespart. Ja, aber mehr ist dann auch so salopp nicht im Idle drin. Ja, eigentlich wollte ich verifizieren, wollte ich es gegen getestet haben. Arg, auch 0 Drehmoment Lüfter. Gerade laufen sie. Aber irgendwie haben sie jetzt im neuen Treiber wohl auch irgendwie eine Lüftersteuerung integriert. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Musst du nicht im BIOS Hybrid Graphics aktivieren, damit die Radeon auch wirklich was spart? Nö, nicht, dass ich wüsste. Voices of Doom schreibt das auch. Okay. Aha. Sollen wir nach den Settings auch noch gucken? Ich wollte eigentlich einen Rechner bauen. Kannst du mal bitte Alt-O machen? Nein! Mein Kopf kippt gleich auf die Tastatur. Ich schlafe da ein. Der lässt immer so einen schönen Rillen im Gesicht. Hab einen erholsamen Mann. Ist doch noch nicht früh. Wir können auch ERP aktivieren, dann gehen die USB-Geräte aus, wenn wir runterfahren. Auch ganz nett. Integrated Graphics. Ja gut, hier kann ich die Größe des Speichers definieren. Aber wir haben ja jetzt schon was gespart dadurch. Also ich sehe jetzt hier keine Hybrid-Grafik oder sowas. Angebrochener Nachmittag. Bei dir, ne? Und dann ist das noch ein Samstag. Es fühlt sich gerade schon ein bisschen unfair an. Noch ist Samstag. Scheiße. In den AMD-Einstellungen, okay. Dabei NBIO. NBIO, GFX Configuration, iGPU. Yuma Version, Host Translation. Ich habe Hybrid Graphics noch nie gesehen.
Ja, aber mit Verlaub, dass wir da nochmal 5 Watt sparen, wenn ich an die Radion gehe, ist das nicht einfach das? Wenn ich dann schon einen Unterschied sehe. Ja, Intel macht ja auch Deep Link zum Bleistift, ne? Deep, Deep Trouble. Promo. Was auch immer das alles für Settings sind. PCIe Power Management Features. Hier kannst du PBO. 90 Level 1, 80, 70. Was? Okay. Hier gibt es noch die Global C-State Control. Hier gibt es auch noch mal PBO. Hier können wir natürlich noch Kurvenoptimierung machen. Negative Values eingeben und die CPU noch mehr prügeln. Oder weiß ich nicht was. Power Slow Slew. Set this field to indicate the Power Slow Slew Rate. Slow Slew. Was ist denn die Slow Slew Rate? Ja, diese USB-Westküstenzeit. Also kommen viel nach 15 Uhr, 6 Uhr morgens in Kalifornien. Ja. Slow Slew. Hört sich irgendwie an wie was anderes. SOC-Spannung ist bei 128. Laut AMD wird es im Treibermenü gemacht unter umschaltbarer Grafikkarte. Wir haben ein paar Settings geändert, weil es so lustig ist. Sehe ich auch so, ja. Jetzt wäre normalerweise der normale Vorgang, um das nochmal zu rekonstruieren. Ich meine, ich kenne das ja, dass die CPU mit der Grafikkarte auch funktioniert hat. Die hat ja auch einen Tag lang funktioniert. Ich habe damit gezockt. War ja alles gut. Und abends ist sie immer gestorben damals. Idlen Sie mal. Servus Viper. Was willst du mit dieser Frage, was willst du erfahren? Da sind wieder unsere 55, die wir vorhin auch schon hatten. Ein Treibermenü gemacht. Unter umschaltbare Grafikkarte. Jetzt fangen wir noch an, im Grafikkartentreiber irgendwas zu suchen. Moin! Guten Abend, Viper! Der Mac Machine Mini PC, ja, der läuft noch, auf jeden Fall, ja.
Leistung, Metrik, tralala, Einstellungen, In-Game-Overlay, bla bla bla. Du bist am Hin und Her überlegen. Ich würde auf jeden Fall die 16 GB Bildspeicher als sehr attraktiv einstufen für die 4080. Spricht meiner Meinung nach für die 4080. Klar, es sind nochmal 300 Euro mehr. Ja. Grafikkarten sind allgemein eklig teuer, die Nvidias. Ja, Alt-O ist das Intel, die Intel-Leistungstelemetrie. PC Tom, bist du eigentlich zufrieden mit deiner ARC? Fährt sich gut, oder? Ich meine, hätte meine nicht den Stress bei der Fotobearbeitung gemacht, würde ich sie auch noch fahren. So, und wenn ich direkt an der ARC bin, dann sind es halt 5 Watt mehr, ja. Obwohl, geht jetzt auch auf 55 circa. Direkt an der ARC sind wir auch bei 55. Spannend! Ja, wenn du schon 3000 Euro in die Hand nimmst, also würde ich schon die 80er nehmen. Weil die 12 GB, die sehe ich spätestens bei der nächsten Spielegeneration mit der neuen Unreal Engine, sehe ich die kritisch. Einfach auf eine All-in-One-Wasserkühlung verzichten und einen schönen Towerkühler drauf. Dann ist der Weg zu 4080 schon nicht mehr so groß. Ich finde halt 12 GB und 800 Euro für eine Grafikkarte, das ist halt irgendwie so. Ja, schön, der X3D, erster Blick, läuft da noch, ist ja auch cool. Wie gesagt, sollte jetzt nicht der Purpose sein, aber dann muss man das dann doch nochmal auf einen Versuch ankommen lassen. Mein Hauptsystem wird trotzdem erstmal nicht angerührt. Wir werden das nochmal verifizieren müssen im Dauerbetrieb oder so. Vielleicht bauen wir mal einen Rechner, den man als Renngerät dann verwenden könnte oder sowas. Muss mal gucken. Der Kampfkauz hat sich die ARC Challenger 57 gekauft, die kommt in den Server und wenn er da nichts zu tun hat, kann sie Videos rennen, wenn er unter Linux funktioniert. Wenn das unter Linux funktioniert. Soweit ich weiß, sollte das schon gehen, ja. Das sollte schon gehen, ja. Die Challenger ist auch cool. Die ist bei mir nur rausgeflogen, disqualifiziert worden, weil sie ein bisschen zu groß war. Die hat ja mehr als 2 Slot bei der Kühlerhöhe. Das ist halt bei der Referenzversion so schön, ne? Hier. Ist ja sogar dünner als die 2 Slots von dem da. Du hast ja jetzt eine Benchmark-Runde für Schleife zum Thema Racing-Rechner. Ja, genau. Ja, nee, schöne Karte. Richtig cool. Aber man muss auf jeden Fall, also den MVME-Kühlkörper muss man wieder runterholen, um den Prison abzukriegen. Jo, Biringer, hau rein, hab eine Erholsame. Danke fürs Einschalten, Mann. Bis zum nächsten Mal. Ja, und euch will ich eigentlich nur mitgeben, dass ich nicht weiß, was ich mitgeben will. Aber ich werde es halt trennen. Weil in nächster Instanz werden wir halt den Rechner bauen. Wir bauen den Rechner noch. Auch wenn es 2:30 ist. Da müssen wir halt ein bisschen in die Gänge kommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.